Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben hier einen Gesetzentwurf vorzulegen, von dem es gut ist, dass er vorliegt, dass man über den Arbeitsentwurf reden kann, von dem es aber auch gut ist, dass er zunächst erstmal diesen Charakter behalten wird wegen des Endes der Wahlperiode und wegen der Diskontinuität, sodass notwendige Veränderungen, die wir zumindest daran sehen, noch gemacht werden sollen. In der Tat ordnet sich das ein in eine lange Entwicklung, an der hier viele beteiligt sind. Wenn alle auf irgendwas verweisen, will ich auch auf was verweisen, nämlich auf den Beschluss dieses Abgeordnetenhauses in der vergangenen Wahlperiode im Jahr 2011, wo die Grundlinien der Veränderung der Liegenschaftspolitik verankert worden sind, die dann auch den weiteren Prozess hier bestimmt haben. Worum geht es konkret? Worum geht es konkret? In Abkehr von einer Liegenschaftspolitik, die in Zeiten der Haushaltsnotlage dadurch bestimmt war, nicht den langen Blick zu haben, sondern zu sehen, was brauchen wir tatsächlich für die Verwaltung und für eine Fachnutzung, und den Rest müssen wir für möglichst viel Geld verkaufen. In Abkehr von einer solchen Liegenschaftspolitik brauchen wir ein Instrument für Grundstücke, die wir weder direkt für eine Fachnutzung brauchen, noch die wir verwerten wollen. Nämlich Grundstücke, von denen wir sagen, die brauchen wir vielleicht in 10 Jahren. Grundstücke, wo wir sagen, da liegt ein Erbbaurecht drauf. Grundstücke, von denen wir sagen, die halten wir aus strategischen Gründen und wollen sie jedenfalls nicht verkaufen. Der Vorschlag, sie in einem neuen Sondervermögen zusammenzufassen, ist zunächst mal ein richtiger, ein nachvollziehbarer. Und es ist auch richtig, dass wir hier jetzt einen konkreten Entwurf haben, wo wir darüber reden können, welche Regelungen konkret gefasst werden sollen. Also sozusagen die Richtung ist richtig. Es ist notwendig, dass wir ein solches Sondervermögen brauchen. Ich halte es auch für nachvollziehbar, dass wir dieses Sondervermögen nicht einbauen in eine extra Behörde oder extra Gesellschaft, sondern dann verwalten lassen durch die Institutionen, die auch die restlichen Liegenschaften des Landes verwaltet. Aber es gibt 2 Punkte, Herr Esser hat es zum Teil schon angesprochen, die Defizite in der Konstruktion sind oder die zumindest ungelöste Probleme bleiben. Der erste Punkt ist, den hat Herr Esser angesprochen, dieses Sondervermögen ist in der Art und Weise, wie es bestückt und verwaltet wird. Derzeit legt einen nahezu ausschließlichen Zugriff der Senatsverwaltung für Finanzen vor. Da möchte ich mal sagen, das halten wir für nicht ausreichend. Wir denken, dass erstens hier eine stärkere Mitsprachemöglichkeit als die Entgegennahme eines Berichtes einmal im Jahr durch das Abgeordnetenhaus notwendig ist. Wir denken aber auch darüber hinaus, dass bei der Frage der Bestückung auch zivilgesellschaftliche Mitwirkungsmöglichkeiten notwendig sind. Denn es handelt sich hier um Vorratsgrundstücke, also auch um Grundstücke, wo Themen wie Zwischennutzung und Ähnliches direkt angesprochen sind. Und es wäre ganz falsch, wenn wir diesen Teil des Landesvermögens, den wir neu konstituieren wollen, ohne eine Beteiligung von Zivilgesellschaft und Parlament hier auf den Weg schicken. Also die Beteiligung, diese Regeln müssen geändert werden. Der zweite Punkt ist, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, dass wir strategisch gucken und überlegen, welche Grundstücksressourcen braucht die Stadt denn für welchen Zweck, dann reicht dieses Instrument nicht aus. Es reicht deswegen nicht aus, weil eine Leerstelle bislang nicht gefüllt wird, nämlich was ist eigentlich die Landesinstitution, was ist eigentlich die Landesagentur, die ausgehend von so einem solchen Blick der Fachnutzung und der strategischen Einschätzung, was brauchen wir in 10, was brauchen wir in 15 Jahren, dann auch mal feststellt, ja, was machen wir denn, wenn wir die Grundstücke nicht haben? In wessen Händen liegt denn eine strategische Ankaufspolitik? In wessen Händen liegt sozusagen diese Form von strategischer Liegenschaftspolitik, für die es derzeit noch kein Instrument gibt? Das ist in diesem Sondervermögen nicht vorgesehen. Man kann darüber diskutieren, ob es dieses Sondervermögen selbst tun muss. Im Moment passiert es nach Einzelentscheidungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen. Und es reicht nicht aus. Das zeigt sich im Übrigen auch an vielen Stellen daran, zum Thema lange dauern Prozesse und Chancen werden verpasst, dass ich behaupte jetzt mal, im Prinzip niemand dafür zuständig ist, genau einen solchen Blick zu haben, was brauchen wir zukünftig und strategisch, auch tatsächlich Immobilien an uns vorbeigegangen sind. Wenn wir sie hätten, wäre manches einfacher, wenn wir solche Entscheidungen getroffen haben. Also die beiden Punkte, wer entscheidet eigentlich und wie wird beteiligt? Zweitens, wer organisiert auch eine strategische Vermögenspolitik in Richtung von Ankauf? Die müssen noch geregelt werden, aber ich denke, wir kriegen das in der nächsten Wahlperiode hin. Vielen Dank.